Herzlich willkommen zum zweiten Test der DBR06X12 Zündanlage. Vorab nochmal vielen Dank an den Stefan und den Jungs von Fire & Magic fürs Unterstützen und Umsetzen dieses Projekts. Ich zeige euch heute einfach mal einen Aufbau mit Single Shots, wie das Ganze einfach sinnvoll gesteppt und umgesetzt werden kann. Zusätzlich hätte ich noch ein Video im Petto, wo ich mit anderen Artikeln arbeite und sogenannten Klemmzündern. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, dann mache ich ein Video darüber bzw. präsentiere euch das, aber mit dem kleinen Spoiler, dort lief nicht alles glatt. Ja, und dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir werden jetzt mal die Stepper-Funktion einstellen für den Test der Zündanlage und das machen wir wieder im Modus F1 hier und betätigen dann mit Shift die Sekunden, die wir haben wollen. Wir wollen jetzt 0,03, also 3/10 Sekunden Stepper Abstand nehmen und was wir dafür testen, das zeige ich jetzt. So, und nun präsentieren wir euch mal noch eine schöne Stepper Variante mit 0,03 Sekunden diesmal wirklich und starten hier mit 4x Thunder Smoke von Leslie, nehmen dann 4 Heron Kometen, die eignen sich ja zum Steppen eh sowieso besonders gut und zu guter Letzt mal noch in Reihe geschalten 3 Stück der Explode XP13 Batterie. Ja, das Ganze sollte recht fix durchlaufen, aber hoffentlich ein ganz hübsches Ergebnis mit sich bringen.